Hallo und willkommen zu einem weiteres Video von Castlevania Area of Sorrow. Ja, ihr seht, sind wir ja schon wieder am Eingang des Schlosses. Weil wir uns im letzten Part beim Eingang noch ein bisschen besser ausgerüstet haben, ja, okay, jetzt müssen wir noch mal kurz durch die hängenden Gärten, um weiterzukommen hier überhaupt von der Geschichte hier, aber besser, ein bisschen besser gerüstet sein, als nachher, ja, schnell Game Over zu gehen. Deswegen wollen wir einmal nochmal zurückgegangen. Aber geht ja wieder schnell. Ja. Einmal hier wieder runter. So. Ach, ich habe nicht die Seele ausgerüstet. Da. Perfekt. So, jetzt kannst du wieder ablegen. Perfekt. Und weiter geht's. Und so einfach sind wir wieder zurück. Bei dem hängenden Gärten. Aber wir müssen hier ja durch diesen Abschnitt, um zum nächsten Abschnitt zu kommen. Ach, toll. Versteinerung ist gerade nicht so toll. So. Eine weitere Stufe passt natürlich auch immer schön. Na. So nicht. Jetzt sind wir wieder hier bei den Gärten unterwegs. Ach, schon wieder keine MP mehr. So. Durchgehen. Das war klar. Dieser Scheibenritter. Perfekt. Jetzt muss ich ja mal gucken, wo wir sind. Ah ja, haut hin. Perfekt. Direkt wieder der Bereichswechsel. So. Und hier müssen wir nämlich weitermachen. Schon wieder Graham. So sehen wir uns wieder. Ich freue mich, dass du heil und gesund bist. Schön, dich zu sehen. Darf ich dich mal was fragen? Ja, natürlich. Jemand sagte mir, du würdest Draculas Kräfte erben. Das hat dir wohl diese Frau aus der Kirche gesagt, oder? Es stimmt nicht, oder? Erben? Ist das falsche Wort? Dann stimmt es also. Ich wurde an dem Tag geboren, als Dracula vernichtet wurde. Ja, klar, er glaubt jetzt, dass er Dracula ist. Das kann doch nicht stimmen. Du warst doch so nett zu mir. Weil ich dich nicht als Bedrohung meiner Mission sehe. Aber du hast es bisher geschafft. Ich spüre eine Macht in dir. Sag mir, welche Macht ist in dir erwacht? Die Macht zu herrschen. Was? Das ist unmöglich, hä? Ich kann nicht mehr bleiben, ich muss um Thron. Soma heißt du, täusch dich nicht, Soma, du wirst niemals herrschen. Was soll das denn? Ja, jetzt geht der nämlich schon zum Thronsaal hoch. Ah, hier sind Fallen. Und fein. So. Na, geht doch. Medusa-Köpfe. Jawohl. Ein Speicherpunkt. Den nutzen wir einmal aus. Oh, schon wieder Yoko.
Hallo Soma, hey Joko, ich hab gerade Graham getroffen. Wirklich? Wo ist er hingegangen? Er hatte es eilig, zum Thron zu kommen. Dachte ich's mir. Doch es ist etwas Wichtiges im Thronraum. Tut mir leid, Joko. Was hast du denn auf einmal? Er ist nicht der, für den ich ihn hielt. Er war nur nett zu mir, weil er mich für schwach hielt. Ich verstehe. Als ich ihm von meiner Macht erzählte, änderte sich sein Verhalten. Naja, er glaubt, alles in diesem Schloss gehöre ihm allein. Das ist also der Grund? Aber so ist es besser. Was? Dass er dich als Feind betrachtet, heißt, dass du stehst auf meiner Seite. Ach ja. Was denn? Willst du etwa nicht auf meiner Seite sein? Nein, so meine ich das nicht. Hahaha. Genau, wie üblich. Graham ist in Panik, weil du hier bist. Das ist unsere Chance. Was für eine Chance? Er ist sehr gerissen, daher konnte er uns bis jetzt entkommen. Bisher hat ihn, glaube ich, noch nie jemand in Panik gesehen. Schon kapiert, deswegen wird er sich jetzt anders verhalten. Genau, eine prima Gelegenheit, um ihn eine Falle zu stellen. Wir sehen uns. Es ist hier ein Gegner. Hier käme man nur weiter, wenn man hier runter kann, könnte, was noch nicht der Fall ist. Aber ist schon mal markiert auf meiner Karte. So. Sieht man schon wieder Feinde im Überfluss. Jawohl. Bombenrüstung. Und hier sind auch noch mehr Feinde. Was macht die denn hier? Jawohl, MP. Mist. So ein Gremlin hier getroffen. Noch schlimmere Medusa-Köpfe. Und schon wieder versteint. Jawohl, ein bisschen Gold. Ja, da komme ich jetzt gerade so nicht hoch. Shit, schon wieder versteinert. Ja, das lief noch gut wegen der Unverwundbarkeitszeitspanne. Schon wieder Feinde. So. Hier kann man auch entlang. Ah, hier wechsle ich den Bereich schon. Thronsaal ist ja schon nicht mehr weit, aber da sollten wir jetzt noch nicht hingehen. Typisch Gegner. Ach, schon wieder eine Großrüstung. Jawohl. Oh, hier ist ein Boss. Obwohl es da auch den Schlossabschnittwechsel ist, aber hier ist ja auch noch etwas, was man finden sollte, bestenfalls. Ja, also. Sowas.
Da sind wir aber schon mal hier etwas weitergekommen, hier in dem Schloss von Dracula. Und ich würde mal sagen, so an dieser Stelle würde ich mal sagen, dass wir hier mal einen Punkt ziehen und im nächsten Video uns mal hier den Bossraum anschauen. Kann nicht betreten, ist erreichbar. Und auf jeden Fall, was wir so noch alles finden, weil auf jeden Fall langsam wird es Zeit zu leveln. Weil es kommen noch einige Abschnitte im Schloss und da wird noch einiges mehr abverlangt als jetzt. Und bis dahin würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ja, toll, hab hier, danke. Wie immer, Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von Castlevania Area of Sorrow. Und ich würde da mal sagen, bis zum nächsten Video von Castlevania Area of Sorrow. Bis dahin, bis zum nächsten Video.